Seinen Traum lebt auch der Besitzer des Silos. Das mag sich erstmal komisch anhören, doch in diesem Traum hat schon lange kein Rübenschnitt in diesem Turm. Ja, da hat schon lange kein Rübenschnitt mehr gelegen. Hier lagert ein anderer Träumer sein Haupt auf das Kopfkissen, denn es ist ein ungewöhnliches Zuhause geworden. Das Silo von Klein Kussewitz war lange Jahre der Schandfleck in dem kleinen Ort bei Rostock. Denkmalschutz, Verfall und dann kam ein Bauingenieur mit Fantasie und Weitblick. Wohnen, wo früher Rübenschnitt gärte, einen Turm für sich und seine Familie. Hartnäckig hatte Andreas Krüger danach gesucht, 5 Jahre lang. Dann verirrte er sich ins Gutsdorf Klein-Kussewitz und fand, wovon er so lange träumte. Das kommt ein Stück weit aus einem Kindheitstraum. Ich habe in einer Wohnung gewohnt, die Fenster nur zu einer Seite hatten. Und ich war immer neidisch auf die, die auf der anderen Seite gewohnt hatten, die das Fenster sozusagen in die andere Himmelsrichtung hatten. Und da habe ich mir gewünscht, in einem Haus zu wohnen, wo ich von allen Seiten Licht habe. Und deswegen ist es ein Turm geworden. Unter der Turmspitze, in dem Raum mit dem ultimativen Rundumblick, da hat Andreas Krüger sich sein Reich eingerichtet. Hier frönt er seiner Leidenschaft, die gleichzeitig Beruf ist. Der Bauingenieur restauriert historische Gebäude. Sein Silo ein Sonderfall, sozusagen eine einzigartige Herausforderung. Dieses Haus war anders konzipiert. Es ist also als Silo mehr in das Ausbreiten von Flüssigkeiten bzw. von, in dem Fall Grünschnitt, konzipiert gewesen, muss man sich vorstellen, wie ein Fass. Also wir haben ja alle 30 cm Stahlbänder vorgefunden, die wir aufschneiden mussten, weil wir ja Fenster reinmachen mussten. Aber die waren eben dafür da, dass diese große Masse an Silage nicht das Haus im unteren Bereich auseinandergetrieben hat. Also insofern haben wir die Statik des Gebäudes schon ein wenig verändert. 2 Halbschalen über 10 Meter hoch mit relativ dünnen Wänden, in die er die Zwischendecken erst einziehen musste. Das war es im Prinzip, was Krüger erworben hatte, damals vor fast 20 Jahren. Nach nur einem Jahr Bauzeit war der Traumturm für seine Familie fertig. Winzige Prinzessinnenzimmer für seine 3 Töchter, die sind mittlerweile schon groß. Das Leben mit runden Wänden einfacher, als mancher denkt. Auch nicht anders als in eckigen Gebäuden. Also wir haben hier keine runden Möbel, auch wenn das fast die meistgestellteste Frage ist. Letztlich kann man das Problem lösen, indem man kleinteilige Möbel hat, die aber auch normal eckig sind und sie einfach nur nebeneinander stellt. Das Einzige, was angepasst ist, ist so eine Platte obendrauf. Das funktioniert auch in der Küche. Ein verrücktes Projekt, so nennt er es selbst, und doch würde er es immer wieder tun. Ich kann auch jedem nur wärmstens empfehlen, lebt eure Träume. Also macht was. Also alte Häuser wieder wachküssen ist eine ziemlich spannende Geschichte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der ein altes Haus saniert hat, das nicht auch als sein Zuhause empfindet. Und eines genießt der Turmfan jeden Tag, den weiten Rundumblick ins Land.